Herzlich willkommen zur Sprechstunde Altona. Mein Name ist Gunter Schmidt. Ich darf hier in Altona die Anästhesie, Notfallmedizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie leiten. Und ich freue mich, Ihnen heute über ein sehr wichtiges Thema für mich, für die Anästhesie ein wichtiges Thema berichten zu können, nämlich die Anästhesie bei älteren Erwachsenen. Die Frage ist natürlich so ein klein bisschen, warum ist das so ein besonderes Thema? Was ist der Unterschied bei der Narkose bei älteren und bei jungen Menschen? Und das würde ich gerne in der nächsten halben Stunde mit Ihnen besprechen und Ihnen so ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie wir versuchen, in Altona mit dieser Situation umzugehen. Ich würde gerne Ihnen etwas zeigen. Und zwar würde ich Ihnen gerne einmal sagen, was ist eigentlich das Besondere bei diesen Menschen? Bei den Älteren und wie definieren wir eigentlich den älteren Erwachsenen? Dann möchte ich auf eine Besonderheit eingehen, die bei älteren Patienten immer so ein bisschen in der Diskussion steht und im Fokus ist bei den Sorgen vor einer allgemeinen Anästhesie, nämlich dem postoperativen Delir. Und ganz zum Schluss würde ich Ihnen ganz gerne zeigen, was wir versuchen in Altona zu tun, um diese Situation bestmöglich in den Griff zu bekommen. Tatsächlich mögen wir in der Medizin ja gerne Patienten in Kategorien bringen und das ist tatsächlich auch bei den älteren Erwachsenen der Fall. Wir sprechen von älteren Erwachsenen, wenn wir Patienten über 70 Jahre meinen, dann reden wir vom höheren Lebensalter und die betagten Patienten, das sind die, die über 80 Jahre sind und von hochbetagt reden wir, wenn die Menschen über 90 Jahre alt sind. Und tatsächlich wissen wir aber schon lange, dass es natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt. Und ich glaube, die 70-Jährigen von heute sind die 60-Jährigen von gestern. Und es entwickelt sich sehr viel. Die Gesundheitsversorgung ist anders. Die Menschen achten in vielen Fällen viel mehr auf sich. Und wir sehen tatsächlich auch sehr beeindruckende, hochbetagte Patienten bei uns in der Klinik, wo wir begeistert sind, wie fit die noch sind und was die noch alles können. Und nicht selten stehen wir sind ja meistens so ein bisschen jünger, die arbeiten dürfen und haben das Gefühl, auch Mensch, so schlimm kann es ja gar nicht sein, älter zu werden. Also wir sollten eigentlich gar nicht in diesen Kategorien von Alter denken, sondern wir sollten uns mehr damit beschäftigen, was können die Patienten eigentlich noch? Und in der Geriatrie hat sich dann der Begriff der Gebrechlichkeit sehr gut etabliert. Da gibt es bestimmte Scores und anhand dieser Scores können die Patienten quasi dann entweder in die Kategorie gebrechlich eingeteilt werden oder eben nicht. Und diese Scores berücksichtigen sowas wie die Ernährungssituation, also gibt es einen Gewichtsverlust in der letzten Zeit, nimmt die Körperkraft ab, kommt es sehr schnell zur Erschöpfung, ist man sehr viel müde, nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Ganz wichtig ist tatsächlich in der Geriatrie auch die Beurteilung des Gangbildes. Also ist man noch stabil beim Gehen oder gibt es da eine Unsicherheit? Und insgesamt wird auch die gesamte Aktivität beurteilt, wenn man ältere Menschen sozusagen einteilen will, um zu sehen, um welche wir uns besonders sorgen oder kümmern müssen. Und bei diesem Score ist es zum Beispiel so, dass ab 3 Kriterien von 5 spricht man von einem gebrechlichen Mensch. Und das versucht dann sozusagen einen Weg zu finden, um diese Patienten zu identifizieren und nicht ganz grob nach dem Alter zu gehen, weil wir eben merken, dass die Unterschiede doch relativ deutlich sein können. Ganz gern würde ich mit Ihnen besprechen, was verändert sich eigentlich im Alter? Warum ist es so entscheidend für uns Narkoseärzte, uns Gedanken darüber zu machen, wie alt ist ein Patient, wie gebrechlich ist ein Patient? Und tatsächlich wissen wir von ganz vielen Organfunktionen, dass sie mit zunehmendem Alter abnutzen quasi, dass sie abnehmen. Und ein sehr gutes Beispiel ist das zentrale Nervensystem. Wir wissen, dass es zu einer Abnahme der Hirnmasse kommen kann. Wir wissen, dass auch der Anteil des Hirnwassers zunimmt. Der sogenannte Normdruckhydrocephalus spielt bei älteren Patienten eine große Rolle. Und auch die Übertragung von Nervenimpulsen nimmt im Alter zunehmend ab. Und ich finde, man kann das immer sehr gut sich anschauen, wenn man sich einmal CT-Bilder ansieht. CT-Bilder sind ja Schnittbilder von dem Kopf. Und das ist jetzt ein Bild eines gesunden 17-Jährigen. Und Sie sehen im CT,
dass diese weiße Struktur, das ist der Knochen, dass der Knochen eigentlich komplett ausgekleidet ist mit dieser eher grauen Substanz, die Sie sehen, das ist das Gehirn. Das heißt, wir sehen ein paar Liquorräume, das sind diese Räume hier in der Mitte, da ist Liquor, also Hirnwasser drin, aber Sie sehen, dass am Rand eigentlich überhaupt kein Liquor, nur an wenigen Stellen zu sehen ist. Das heißt, dieser Kopf, dieser Schädel ist sehr ausgefüllt mit der Hirnmasse. Wenn wir ein bisschen später schauen, auch das hier wieder ein Normalbefund, also ein gesunder Patient mit 60 Jahren, dann sehen Sie, dass dieses Bild schon anders aussieht. Diese inneren Liquorräume, also diese dunklen schwarzen Strukturen hier im Inneren des Hirns, sind deutlich größer. Und Sie sehen aber auch diese dunklen Strukturen, also Hirnwasser, um das Gehirn herum. Das ist ein Normalbefund, das gehört so, aber es verändert sich eben mit zunehmendem Lebensalter. Und wenn wir uns jetzt noch einen Patienten angucken, der noch älter ist, also über 80 Jahre, dann sehen Sie, dass das Bild ganz anders aussieht als das Bild eines 17-Jährigen. Das heißt, wir haben sehr große innere Liquorräume und wir haben relativ viel Platz, um das Gehirn herum, also auch die äußeren Liquorräume nehmen deutlich zu. Und wenn man sich die Bilder anguckt, das ist ungefähr alles auf der gleichen Schnittebene, dann sehen Sie, dass tatsächlich die Hirnmasse deutlich mit zunehmendem Alter abnimmt. Und für uns Anästhesisten ist das natürlich eine ganz wichtige Information, weil das Gehirn ist ja das Zielorgan unserer Medikamente. Und wenn das Zielorgan abnimmt, dann müssen wir das natürlich auch bei unseren Dosierungen berücksichtigen. Das heißt, eine Anästhesie bei einem 17-Jährigen hier auf der linken Seite und eine Anästhesie bei einem 86-jährigen Patienten unterscheiden sich für uns deutlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Patientengruppe, die älteren Patienten als besondere Patientengruppe verstehen und uns besonders darauf vorbereiten. Aber nicht nur das Gehirn nimmt in der Funktion zunehmend ab mit dem Alter, sondern das geht auch für andere Organsysteme wie das Herz. Das heißt, die Reserven, das Laufen, das Sporttreiben nimmt aufgrund der Veränderung des Herzens mit zunehmendem Alter ab. Und das gilt auch für die Lungenfunktion. Und auch das sind ja Funktionen, die für uns in der Anästhesie ganz relevant sind, weil ja viele Patienten von uns beatmet werden müssen während einer Operation. Und das ist wichtig für uns zu wissen, dass diese Funktionen eben sich unterscheiden von dem 17-Jährigen. Und auch wichtig ist zu wissen, dass die Funktionen von Leber, von den Nieren, dass die Nierenfunktion, Leberfunktion mit zunehmendem Alter abnehmen, weil das sind Organe, die wir häufig brauchen, um unsere Medikamente abzubauen, um unsere Medikamente zu eliminieren. Das heißt, zum einen nimmt unser Zielorgan, die Masse des Zielorgans ab. Auf der anderen Seite nimmt auch die Funktion des Körpers, unsere Medikamente abzubauen, ab. Und das sind natürlich Themen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir eine Anästhesie in diesen Alterskategorien machen und tatsächlich für unsere Patienten auch ganz relevant und für uns die Möglichkeit, auf die äußeren Einflüsse dem entgegenzuwirken, wie Temperaturverlust, das nimmt auch im zunehmenden Lebensalter ab. Das heißt, unterm Strich für uns Anästhesisten ist es wichtig zu verstehen, dass der ältere Patient eben ein älterer Patient ist und nicht das Gleiche ist wie ein junger Patient, sondern dass wir uns besonders auf diese Patienten einstellen müssen und auch die Dosierung unserer Medikamente an diese Menschen anpassen müssen. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass für unsere Narkosegase mit zunehmendem Lebensjahr, und das geht ab dem ersten Lebensjahr sozusagen pro Jahr, die Konzentration um 0,6% reduziert werden muss. Also alle 10 Jahre um 6%. Und das beginnt tatsächlich schon ab dem Säuglingsalter. Das finde ich ist tatsächlich ganz interessant. Also Kleinkinder brauchen deutlich mehr Narkose als Erwachsene und die alten Menschen tatsächlich viel, viel weniger Narkose als die jungen Erwachsenen. Das Gleiche gilt auch für unsere Induktionshypnotika, also die Medikamente, die wir zur Narkoseeinleitung und Aufrechterhaltung geben können. Auch da sehen wir eine deutliche Dosisreduktion bei älteren Patienten und auch unsere starken Schmerzmedikamente für die Opioide gilt es genauso, dass wir auch dort eine Dosisreduktion vornehmen müssen. Die große Gefahr ist also, dass wir mit unseren Standardanästhesien diesen Patienten nicht nur Gutes tun und neuere Daten zeigen, dass tatsächlich eine sogenannte zu tiefe Narkose eben auch für die Patienten von Nachteil ist. Früher hatten wir das Gefühl, viel hilft viel und Hauptsache man kriegt nichts mit, aber da sind wir tatsächlich seit vielen Jahren von weg, sondern wir versuchen tatsächlich die Narkosen individualisiert an die Besonderheiten unserer Patienten anzupassen.
Und das große Thema, um das sich sehr viele Sorgen machen, das ist das postoperative Delir. Und wenn man sich die Risikofaktoren für ein postoperatives Delir ansieht, dann ist tatsächlich das erhöhte Lebensalter einer der gravierenden Risikofaktoren. Und das ist sicherlich eine Situation, wo viele Menschen große Sorgen haben. Und in vielen Familien besteht so eine Aussage, nicht seit der Operation ist mein Vater, ist mein Mann, ist meine Frau, meine Schwester nicht mehr die gleiche. Das muss nicht immer tatsächlich mit der Operation zusammenhängen. Häufig ist es auch so, dass wir eine Operation quasi als Zeitmarke verstehen. Solche Aussagen kann es auch geben nach der Heirat der Enkeltochter, dann hat er sich so verändert. Also manchmal brauchen wir auch ein Ereignis, um Dinge daran festmachen zu können. Aber es ist so, dass tatsächlich das postoperative Delir eine klare Diagnose ist, ein klares Phänomen ist, was wir sehen und worüber wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir als Krankenhauspatienten im höheren Lebensalter betreuen. Es gibt etwas, was so ähnlich klingt. Das ist die sogenannte postoperative kognitive Funktionsstörung, das POCD. Und das postoperative Delir haben Überschneidungen, also sind in Teilen gleich, aber haben eben auch deutliche Unterschiede. Beim Delir geht es wirklich darum, dass man Dinge sieht, die nicht da sind. Also die weißen Mäuse, die viel beschrieben sind. Und bei dem postoperativen kognitiven Defizit ist es so, dass es nicht zu einer, wir nennen das, produktiven Symptomatik kommt. Das heißt, man sieht die Realität noch so, wie sie ist, aber man ist eben eingeschränkt in seinen Leistungsfähigkeiten, man ist schneller müde, man verliert Gedächtnisfunktion, man kann sich weniger konzentrieren. Das ist das postoperative kognitive Defizit. Das postoperative Delir ist für uns alle so bedrohlich, weil wir uns große Sorgen machen um unsere Angehörigen. Und auch selbst, wenn wir das erleben, ist das natürlich eine Situation, die sehr unangenehm ist. Wenn wir Dinge sehen, wenn wir Ängste entwickeln, obwohl es gar keinen objektiven Grund gibt, sich zu fürchten. Also das Delir ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor. Und wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen, wie kommt es eigentlich dazu? Und wenn wir versuchen, das zu verstehen, wie es zum Delir kommt, dann können wir auch versuchen, Maßnahmen zu entwickeln, um das postoperative Delir zu vermeiden. Und ich habe versucht, Ihnen einmal ein Modell mitzubringen, ein kleiner Exkurs in das zentrale Nervensystem. Wir haben im zentralen Nervensystem ganz unterschiedliche Zellen. Eine ganz wichtige Nerveneinheit, das sind die Neurone. In den Neuronen findet eigentlich die Weiterleitung unserer Informationen statt. So ein Neuron ist immer so aufgebaut, dass es ein Körper gibt, ein Zellkörper, das sind die Dendrite und wir haben dann einen häufig sehr langen, das kann 50, 60 Zentimeter lang sein, die Nervenfasern, quasi die Axone, die Information dann weiterleiten und die Nerven, die Neurone sind untereinander sehr komplex verschaltet. Und wir haben noch weitere Zellen in unserem zentralen Nervensystem. Und wir haben vor allem noch eine ganze Menge von verschiedenen Botenstoffen. Viele kennen wir, sowas wie Melatonin hört man häufig, aber auch Serotonin, Dopamin, Adrenalin, Endorphine, GABA. Das sind alles Substanzen, die wir brauchen, damit die Neurone untereinander in Kontakt treten können. Und das sind tatsächlich auch die Strukturen, wo wir mit unseren Anästhetikern ansetzen. Die GABA-Rezeptoren, das sind die Medikamente oder die Rezeptoren, über die zum Beispiel unser Propofol, ein sehr häufig eingesetztes Medikament, ansetzt und die Übertragung der Information drosselt oder mindert. Und das ist das, so wie wir momentan die Allgemeinanästhesie verstehen. Es gibt weitere Zellen, sogenannte Stützzellen, die Oligodendrozyten, die haben die Funktion, dass das ganze zentrale Nervensystem stabil ist und auch gegen Schäden sozusagen resistent ist. Und wir haben die sogenannten Astrozyten. Die Astrozyten verbinden das zentrale Nervensystem sozusagen mit dem Blutkreislauf. Da gibt es ganz komplexe Verschaltungen, wir nennen das Bluthirnschranke, damit das zentrale Nervensystem geschützt ist vor vielen Giftstoffen. Und die Funktion der Astrozyten ist, die Energie für das zentrale Nervensystem zur Verfügung zu stellen. Dafür brauchen wir das Blut. Im Blut wird der Sauerstoff transportiert, den wir brauchen als Energielieferant. Und wir brauchen auch Glucose als Energielieferant. Und das wird quasi über die Astrozyten aufgenommen und dann den Neuronen zur Verfügung gestellt. Und die Einheit, das ist das sogenannte ATP, mit der wir Energie sozusagen in unseren Zellen bereitstellen.
Also das ist die Funktion der Astrozyten. Und dann gibt es noch eine weitere Struktur, das sind die sogenannten, das ist die Mikroglia. Das sind weitere kleine Zellen im zentralen Nervensystem. Und diese Zellen spielen eine Rolle bei der Infektabwehr und bei der Reaktion auf Infektionen im zentralen Nervensystem. Also eine relativ komplexe Verschaltung. Und ich glaube, wir brauchen dieses Bild einmal, um zu verstehen, welche Theorien wir haben, wie ein postoperatives Delir entstehen kann. Und die erste Theorie, die wir haben, ist, dass wir tatsächlich eine gestörte Energiezufuhr haben. Das heißt, durch einen zu niedrigen Blutdruck, durch andere Probleme, durch vielleicht Beatmungsschwierigkeiten, kommt es dazu, dass wir die Energie nicht mehr zur Verfügung stellen und dass unsere Astrozyten eben den Neuronen nicht mehr genug Energie liefern und dass wir aus diesem Grund dann eben eine Funktionsstörung des zentralen Nervensystems haben. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie das Delir funktioniert, aber das ist eine Theorie, wie es zum Delir kommen könnte. Die zweite Theorie ist, dass wir tatsächlich durch eine Operation zum Beispiel einen großen inflammatorischen, also Entzündungsreiz setzen. Wir schneiden in ein Gewebe, wir dehnen das Gewebe, wir bringen vielleicht Fremdmaterial ein und unser Körper reagiert darauf durch die Ausschüttung von verschiedenen Mediatoren. Und diese Mediatoren stimulieren dann die Mikroglia und die Mikroglia wiederum hat Einfluss dann auf das zentrale Nervensystem, auf die Neuronen und kann diese gegebenenfalls schädigen und darüber eine Funktionsstörung des zentralen Nervensystems, dieses Netzwerks, dieses komplexen Verschaltung eben verursachen. Also die zweite Theorie ist, dass es was mit einer Entzündungsreaktion zu tun hat. Und die dritte Theorie ist, dass wir in diesem komplexen Konstrukt von verschiedenen Neurotransmittern, dass wir da eine Dysbalance haben. Das heißt, dass wir das Gleichgewicht durcheinander bringen und dass wir anschließend deswegen so ein bisschen falsche Verschaltung im zentralen Nervensystem haben und deswegen Dinge zum Beispiel sehen, die gar nicht da sind. Und dann gibt es noch die Theorie, die sogenannte Theorie, dass wir eine verminderte und schlechte Verschaltung der Strukturen haben, gegebenenfalls durch eine Vorschädigung. Und dafür spricht so ein ganz klein bisschen, dass es eben vor allem die älteren Patienten betrifft. Das heißt, die Strukturen sind nicht mehr ganz so wie beim jungen Menschen. Wir haben ja die CT-Bilder gesehen. Und wenn wir dann noch zusätzlich einen Reiz haben wie eine große Operation, dann kann es eben sein, dass wir diese veränderte neuroanatomische Situation dazu führen, dass die Netzwerke nicht mehr richtig zusammenarbeiten und sich verschalten. Und wir Anästhesisten werden ja immer sehr angeschuldigt und es heißt immer, dass nach der Anästhesie ist es so gewesen und darüber machen wir uns natürlich sehr viele Gedanken und wir versuchen sehr viel zu tun, damit eben genau das nicht passiert und dafür ist es eben wichtig, einmal zu verstehen, wo das Delir herkommt. Und ich glaube, dass es nicht eine Theorie gibt, die richtig ist und eine Theorie, die falsch ist, sondern ich glaube, dass es tatsächlich ein Zusammenspiel ist. Zwei ganz interessante Studien würde ich Ihnen gerne zeigen. Die sind ganz kürzlich Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres publiziert worden. Und die haben versucht, einmal die Frage zu beleuchten, was können wir eigentlich mit der Narkose beeinflussen bezüglich des postoperativen Delirs. Hier sind immerhin 1600 Patienten untersucht worden. Und diese Patienten haben zwei unterschiedliche, also sind in Gruppen geteilt worden. Und dann wurden zwei unterschiedliche Anästhesieverfahren angewandt. Einmal eine allgemeine Anästhesie und dann eine Spinalanästhesie, wo wir sozusagen das Bewusstsein, das zentrale Nervensystem, all das, was wir eben gesehen haben, gar nicht medikamentös beeinflussen, sondern bei einer Spinalanästhesie reduzieren wir die Nervenweiterleitung im Rückenmark und können dadurch eben eine Operation ermöglichen. Und das ist eben bei diesen hüftgelenksnahen Operationen ganz gut möglich. Und was für uns alle ganz interessant und tatsächlich auch so ein bisschen erstaunlich war, ist, dass tatsächlich es keinen Unterschied in den beiden Gruppen bezüglich eines postoperativen Delirs gegeben hat. Das hat uns verwundert, weil wir natürlich eigentlich damit rechnen würden, dass eine Allgemeinanästhesie eben durch diese Dysbalance, die wir im zentralen Nervensystem vielleicht hervorrufen, eben viel mehr so ein Delir begünstigend als eine Regionalanästhesie. Aber in dieser sehr, sehr großen Studie und tatsächlich extrem gut publizierten Studie konnte das nicht nachgewiesen werden. Und das gleiche Ergebnis zeigt auch eine chinesische Studie, die in diesem Jahr veröffentlicht worden ist. Da hat man 950 Patienten untersucht, also auch eine ganze Reihe von Patienten. Auch hier wieder Patienten mit einer Hüftoperation. Und hier hat man
Patienten untersucht, die über 65 Jahre alt waren und hat ein regionales Verfahren gegen eine Allgemeinanästhesie wieder untersucht. Also wieder die Situation, wir haben eine Allgemeinanästhesie mit Medikamenten, die das zentrale Nervensystem betreffen, und eine Regionalanästhesie, wo wir diese Medikamente eben gerade nicht geben. Und auch da hat man geschaut, wie verändert sich eigentlich die Inzidenz, wie häufig tritt ein Delir auf, in welchen Gruppen, wie oft. Und auch da war es erstaunlich, dass es keinen Unterschied statistisch gegeben hat zwischen einer Regionalanästhesie und einer Allgemeinanästhesie. Das heißt, wir Anästhesisten sind so ein bisschen froh gewesen, weil man uns das nicht mehr alleine in die Schuhe schieben kann, dass es unsere Medikamente sind, unsere Verfahren sind, sondern auch wenn wir eben gar keine zentral wirksamen Medikamente geben, taucht eben so ein Delir auf. Was heißt das für die Praxis? Für die Praxis heißt das, glaube ich, dass wir das Delir, das postoperative Delir, tatsächlich als ein interdisziplinäres Thema verstehen müssen. Und ich glaube, von den verschiedenen Theorien, die ich Ihnen gezeigt habe, ist es vor allem die Theorie der Inflammation, also durch den Eingriff selbst, durch das Ausschütten von Mediatoren, was dazu führt, dass es eben zum Delir kommen kann. Wir müssen uns tatsächlich intensiv damit beschäftigen, welche Risikofaktoren haben wir eigentlich? Um welche Patienten müssen wir uns besonders kümmern? Wir haben festgehalten, es sind die Patienten im höheren Lebensalter. Es sind aber auch Umstände wie Depression, der regelmäßige Konsum von Schmerzmedikamenten, eine Opioideinnahme, Benzodiazepineinnahme, also Schlafmedikamente. Da wissen wir, dass ein Delir häufiger auftauchen kann. Das können wir natürlich sehr häufig nicht verändern. Die Patienten kommen zu uns und wir versuchen sie bestmöglich zu behandeln. Aber es gibt auch interoperative Risiken, die wir vielleicht beeinflussen können. Das heißt, der Blutverlust, die Transfusion, also die Gabe von Blutprodukten. Wenn die Patienten auskühlen, ist das ein Risikofaktor. Wenn die Patienten einen zu niedrigen Blutdruck haben während der Operation, ist das ein Risikofaktor. Und es gibt so ein paar Medikamente, von denen wir glauben, dass das tatsächlich ein Delir begünstigen kann. Und es gibt auch Risikofaktoren, die wir nach einer Operation haben, die dazu führen können, dass man in dieses postoperative Delir gerät. Das sind Schmerzen, tatsächlich auch die Anlage eines Dauerkatheters, wenn man Elektrolytstörungen hat oder wenn man festgebunden, also fixiert ist. Also wir kennen einiges an Risikofaktoren. Und ich glaube, wir sollten versuchen, gemeinsam mit unseren operativen Kollegen genau diese Risikofaktoren zu minimieren, um bestmöglich die Patienten vor so einem Delir zu schützen. Also wir sollten gemeinsam blutsparende Maßnahmen und Techniken einsetzen. Wir sollten versuchen, auch Operationsverfahren zu wählen, die möglichst kurz sind. Es gibt ja häufig verschiedene Arten, eine Operation durchzuführen. Beim hohen Alter sollte man immer im Blick haben, die Anästhesie und die OP-Zeit und das Trauma für den Patienten so gering wie möglich zu halten. Und wir müssen uns gemeinsam sehr intensiv um eine sehr gute Schmerztherapie für unsere Patienten kümmern und bemühen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Patienten nicht auskühlen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie auch relativ schnell eine Orientierung wieder haben. Im Aufwachraum sehen, wer wo ist. Wir müssen mit den Menschen sprechen. Und wir müssen auch Besucher ermöglichen. Das heißt, bekannte Stimmen hören, damit die Menschen sich schnell wieder orientieren können. Und wenn alles schiefgelaufen ist, haben wir natürlich auch einige Medikamente, die wir einsetzen können, um die Symptome des Delirs zu reduzieren. Das ist aber für uns immer schon schade, wenn es dazu kommt. Wie gesagt, auch in den Studien sehen Sie, 6, 7, 10% der Patienten haben ein postoperatives Delir. Trotzdem versuchen wir natürlich durch Maßnahmen, das so gering wie möglich zu halten. Und dann würde ich jetzt am Ende schon einmal berichten, was wir bei uns in Altona uns überlegt haben, gemeinsam mit unseren operativen Kollegen, wie wir unsere Patienten im höheren Lebensalter so versorgen können, dass eben so ein Delir möglichst nicht auftritt. Für uns ist es wichtig, dass wir das erstmal als Thema haben. Das heißt, für unsere Weiterbildungsassistenten ist es ein Thema, dass ältere Patienten nicht gleich zu behandeln sind mit jüngeren Patienten. Bei Säuglingen, Kindern, Kleinkindern ist uns das klar. Das ist auch in unserem Ausbildungskatalog gefordert, dass wir eben so und so viele Narkosen bei Kindern unter 5 Jahren machen. Aber es ist noch nicht gefordert, dass man so und so viele Narkosen zum Facharzt auch über 80 Jahre machen muss. Das versuchen wir bei uns in der Ausbildung sehr früh zu etablieren. Wir haben feste Verfahrensanweisungen, wie wir mit älteren Patienten umzugehen haben, wie wir die Blutwerte einstellen müssen. Und wir haben auch eine Information für unsere Patienten, die wir ihnen mitgeben können, wenn Interesse besteht,
was eben bei so einer Operation auftreten kann. Denn auch für die Familien ist es gut zu wissen, dass so ein Delir auftreten kann, damit man nicht in der Situation, wenn es dann passieren sollte, plötzlich ganz erschrocken ist und sich unnötige Sorgen machen muss. Und wir haben versucht, einige Säulen zu etablieren bei uns in der Klinik, wie wir die Patienten so versorgen, dass die Risikofaktoren minimiert sind. Dafür gehört einmal eine sehr ausgeglichene und gute Wärmetherapie. Bei uns im OP, nachdem man auf den OP-Tisch gelagert wird, kriegt man als erstes so ein großes, warmes Saunatuch. Der Effekt hält zwar nicht lange an, aber das ist schon mal so, dass man auch ein wohliges Gefühl hat und nicht primär auskühlt und dass man tatsächlich zunächst erstmal warm ist, wenn man zu uns in die Einleitung kommt. Dann haben wir ein relativ aufwendiges Wärmesystem etabliert bei uns in der Klinik. Sie sehen hier auf der rechten Seite auf dem Bild so ein Wärmepüster. Sie sehen hier, dass 42 Grad eingestellt sind. Die Patienten werden natürlich nicht auf 42 Grad erhitzt, sondern mit 42 Grad warmer Luft wird so eine Matte angepustet. Das ist wie ein Rasen und auf diesen Rasen liegen unsere Patienten und um diese Fasern des Rasens ist die warme Luft, sodass unsere Patienten von unten gewärmt werden während der Operation. Es gibt sehr viele unterschiedliche Wärmeverfahren. Die meisten arbeiten mit einer Wärme von oben, aber von oben haben wir tatsächlich ein Problem, dass dort ja operiert wird, dass dann teilweise der Bauch geöffnet ist oder ähnliches und dass wir dann gar nicht so effektiv wärmen können wie mit diesen Rasen, die wir bei uns in der Klinik einsetzen. Sie sehen zwei große Schläuche, die wir wärmen von zwei Seiten, dass wir tatsächlich eine sehr effektive Wärme bei unseren Patienten erreichen können. Und wir sind ganz stolz, dass wir tatsächlich keinen Wärmeverlust bei den allermeisten Operationen bei unseren Patienten im OP sehen, sondern die Patienten eigentlich immer warm dann nach der Operation in den Aufwachraum oder in einigen Fällen auch auf die Intensivstation verlegt werden können. Also für uns ein ganz wichtiger Pfeiler der Behandlung der älteren Patienten, die adäquate Wärmung unserer Patienten. Das andere ist der Einsatz von möglichst viel Regionalanästhesien. Das heißt, auch wenn wir gesehen haben, dass es in der Studienlage keine Evidenz, also keinen Nachweis dafür gibt, dass wir das Auftreten eines Delirs dadurch verhindern können oder minimieren können, so sind wir doch davon überzeugt, dass Regionalanästhesie es ermöglicht, auch Schmerzmedikamente zu reduzieren und eben den Schmerz dort zu bekämpfen, wo er entsteht und nicht zu versuchen, im zentralen Nervensystem durch Opioide die Schmerzwahrnehmung zu reduzieren. Also wir versuchen, die Schmerzleitung zu blockieren und nicht die Schmerzwahrnehmung. Das können wir entweder mit rückenmarksnahen Verfahren machen. Es gibt den Peridural-Katheter, es gibt die Spinalanästhesie. Der Peridural-Katheter wird von uns sehr häufig angewandt bei großen bauchchirurgischen Eingriffen, weil wir tatsächlich die Schmerzlosigkeit richtig in dem Hämatom steuern können. Bei der Spinalanästhesie hat man eigentlich alles immer ab einem bestimmten Niveau außer Gefecht gesetzt. Und hier kann man tatsächlich die Schmerzwahrnehmung in einem Bereich reduzieren und trotzdem zum Beispiel noch umhergehen. Viele kennen das vielleicht aus dem Bereich der Geburtshilfe. Da ist die Periduralanästhesie ja ein extrem etabliertes Verfahren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einzelne Regionen zu betäuben, sogenannte Plexusanästhesien. Wir machen das sehr gerne für Brüche am Unterarm, bei Radiusfrakturen nach dem Sturz, zum Beispiel im Winter, wenn es glatt gewesen ist. Hier zeigen genau einmal das Bild auf der rechten Seite, wie wir so einen Katheter oder so eine Plexusanästhesie durchführen. Das ist eine sonografische Darstellung der Strukturen. Das machen wir so seit 10 Jahren vielleicht in der Anästhesie. Und das ist für uns tatsächlich ganz beeindruckend, weil früher haben wir die Nerven immer nur indirekt durch Nadeln versucht zu treffen. Und jetzt können wir uns die Nerven mit der Sonografie darstellen. In diesem Fall ist das der sogenannte Plexus brachialis, also der Armplexus. Wir sehen hier eine Arterie, die Arterie brachialis. Und wir sehen um die Arterie herum mit 3 wichtige Nerven. Und diese Nerven versorgen einen großen Bereich des Unterarmes. Und wir sehen noch einen weiteren Nerven, dieser sogenannte Nervus musculus cutaneus, der versorgt auch einen Teil des Unterarmes und den Trizepsmuskel motorisch. Und wir haben die Möglichkeit, uns das eben mit der Sonografie darzustellen. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit einer Nadel sehr gezielt unter sonografischer Kontrolle die einzelnen Nerven anzusteuern und die Nerven dann mit einem Lokalanästhetikum zu
betäuben und haben dann den Effekt tatsächlich, dass es keine Nerven- oder keine Schmerzinformation während der Operation und nach der Operation an das zentrale Nervensystem gibt. Und damit glauben wir, dass wir tatsächlich zumindest den Teil einer sehr guten Schmerzlosigkeit gut hinbekommen. Und tatsächlich hat uns die Sonographie da in den letzten Jahren extrem gute Dienste erwiesen. Also ganz unterschiedliche Blockaden setzen wir ein. Bei Hüftoperationen machen wir das, bei Fußoperationen machen wir das, bei Schulteroperationen, bei Unterarmoperationen und eben auch bei großen bauchchirurgischen Eingriffen können wir mit der Periduralanästhesie sehr gut für eine zusätzliche Schmerztherapie mit regionalen Verfahren beitragen. Ein anderer wichtiger Punkt, den wir ja vorhin gemeinsam dargestellt haben, ist, dass das Zielorgan unserer Anästhesie mit zunehmendem Alter abnimmt und wir in irgendeiner Weise die richtige Dosierung für unsere Patienten finden wollen. Wir machen das, indem wir bei älteren Patienten zusätzlich zu dem normalen Monitoring, dazu gehört ja ein EKG und eine Blutdruckkontrolle, auch ein EEG intraoperativ ableiten. Ein EEG, das ist die Ableitung von Hirnströmen, indem wir hier gezeigt mehrere Elektroden an der Stirn platzieren können. Und wir können mit diesen Elektroden die hirnelektrische Aktivität am Kortex, also am Hirnrand, messen. Und wir wissen schon seit vielen, vielen Jahren, dass diese hirnelektrische Aktivität sich beeindruckend beeinflussen lässt durch unsere Anästhetika. Das heißt, wir können diese Pole, diese Potenziale ableiten und grafisch darstellen. Wir kennen verschiedene Formen. Wir wissen, wie Anästhesie aussieht. Und es gibt kommerzielle Monitore, die uns diese Information auch in Zahlenwerte übertragen. Und wir wissen sehr gut, in welchen Bereichen wir eine ausreichend tiefe Narkose gewährleisten. Und wir wissen aber auch, wann wir zu viel Hypnotikum appliziert haben. Und tatsächlich, wenn Sie so ein EEG bei älteren Patienten ableiten und wenn Sie Ihre Narkose nach diesem EEG steuern, dann sind Sie beeindruckt, mit wie wenig Narkotika Sie eigentlich auskommen können. Und wir glauben, dass wir unseren älteren Patienten damit einen großen Gefallen tun, dass wir eben eine Überdosierung vermeiden. Und das ist unsere Antwort auf die Situation, dass wir eben andere Organsysteme oder eine andere Organsituation bei älteren Patienten haben. Also nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja ein geringeres Hirnvolumen und wir haben eine schlechtere Elimination unserer Medikamente. Die Nierenfunktion nimmt ab, die Leberfunktion nimmt ab, aber nicht linear bei jedem Alter gleich, sondern eben sehr unterschiedlich und auch individuell unterschiedlich. Und das EEG hat halt die Möglichkeit, individuell für den Patienten die richtige Hypnotika-Dosierung zu finden und für uns zu monitoren. So sieht das dann bei uns im OP aus. Das ist jetzt ein Patient, bei dem wir auch zusätzlich noch eine sehr invasive oder eine invasive Blutdruckmessung, also eine sehr genaue Blutdruckmessung gemacht haben. Das heißt, wir haben eine Arterie punktiert und können darüber sekundengenau den Blutdruck messen. Also auch das eine Möglichkeit, ganz schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Und Sie sehen hier dieser gelben Kurve die EEG-Kurven, Zweikanal-EEG, was wir ableiten können. Und das ist dieser Zahlenwert, von dem ich Ihnen berichtet habe. Wir sollen die Narkose so zwischen 40 und 60 ansteuern, damit es ausreichend vor Erinnerung schützt. Und das ist tatsächlich ein zusätzliches Monitoring, eine zusätzliche Information, die uns bei älteren Patienten extrem gut helfen kann. So, jetzt bin ich schon am Ende mit dem, was ich Ihnen erzählen wollte. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, einmal zu verdeutlichen, dass wir uns besonders kümmern müssen um Patienten im höheren Alter, dass wir da keine starre Einteilung machen können. Lebensalter bedeutet gleich so und so viel Narkosemedikation, sondern wir müssen damit rechnen, dass bei älteren Patienten eben eine verstärkte Wirkung und eine verlängerte Wirkung unserer Medikamente eintreten kann. Wir haben eine Besonderheit mit dem sogenannten postoperativen Delir bei den älteren Patienten. Das ist ein Risikofaktor, das erhöhte Alter, und darum müssen wir uns kümmern. Und anästhesiologisch können wir unseren Beitrag leisten, indem wir dafür sorgen, dass die Patienten nicht auskühlen. Wir sollten regionale Verfahren, auch wenn die Evidenz dafür fehlt, nach meiner Überzeugung, wenn immer möglich, einsetzen. Und wir sollten dafür sorgen, dass die Patienten eine sehr gute und adäquate Schmerztherapie bekommen. Und wir sollten, wenn immer möglich, dafür sorgen, dass wir die Medikamentendosierung monitoren, zum Beispiel mit dem EEG, um tatsächlich für unsere Patienten die beste und
idealste und individuell angepasste Narkose zu finden. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich über Fragen im Chat. So, jetzt wurde ich gebeten, die Namen nicht vorzulesen, sondern nur zu sagen, was das Anliegen ist. Hier gibt es eine Frage. Ein Patient, 70 Jahre, hat bis jetzt nie die OPs vertragen. Er hat mich nie verteilt, dass ich irgendetwas mitbekomme. Achso, Chat-Teilnehmer schreibt, dass er es nicht ertragen würde, sozusagen bei einer Regionalanästhesie irgendetwas mitzubekommen, die Geräusche wahrscheinlich in einem OP und dass er deswegen ein regionales Verfahren gar nicht für sich vorstellen kann. Dazu kann man, glaube ich, sagen, dass wir tatsächlich versuchen, auch mit dieser Sorge, die, glaube ich, die Hälfte der Menschen teilt, dass man sagt, nee, ganz ehrlich, ich möchte das alles gar nicht mitbekommen. Es gibt tatsächlich mittlerweile ganz tolle Ideen, was wir tun können. Wir haben sehr früh begonnen, natürlich Musik den Menschen aufs Ohr mitzugeben. Manchmal unterhalten wir uns auch extrem nett und angeregt während der Operation mit unseren Patienten. Es gibt aber mittlerweile auch kleine Videobrillen, die man aufsetzen kann, wo man tatsächlich während der Operation einen Film sieht und dadurch abgelenkt ist. Aber wir können auch eine Kombination machen. Das heißt, wir verstehen es, dass man während einer Operation diesen Lärm, das nicht mitkriegen will, dass man vielleicht das Gefühl hat, ich kann gar nicht so lange still liegen. Und dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, ein regionales Verfahren zu machen und gleichzeitig eine sogenannte Analgosedierung, das heißt so ein kleinen, wir nennen das umgangssprachlich Dämmerschlaf. Also die Sorgen, die Sie schreiben, betreffen ja nicht nur ältere Patienten, sondern auch ganz viele jüngere Patienten. Und da finden wir teilweise extrem gute Möglichkeiten, dass man das gemeinsam gut übersteht. Rein, wenn wir vom Delir kommen, dachten wir eine Zeit lang, wir versuchen alle Medikamente, die das zentrale Nervensystem, also auch für den Dämmerschlaf, das zu minimieren. Ich glaube, wenn man sich jetzt die aktuellen Studienlagen anguckt, braucht man das nicht zwingend, sondern man würde sicherlich auch bei Ihnen, wenn Sie sagen, das kann ich nicht ertragen, würden wir, da bin ich ganz sicher, trotzdem einen sehr guten Weg finden, wie Sie auch mit einer Regionalanästhesie hochzufrieden anschließend wären. Tja, ich schaue noch mal in den Chat, ob es noch Fragen gibt, aber das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme und hoffe, dass ich Ihnen ein klein bisschen das Thema der Anästhesie bei älteren Patienten näher bringen konnte. Vielen Dank. So.